Also Sie sind vom Kunsthaus? Ja, in Zug. Sind Kunstgeschichtler? Genau. Ich nicht. Aha. Wir machen das ja interdisziplinär. Ja, ja, ja. Und das Kunsthaus Zürich? Zug. Zug. Ja. Und da gibt es, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, da gibt es die Sammlung Kamm. Oder Wotrubarbara? Kamm, ja, da ist mir ein Begriff. Ja, ich habe sogar mal mit ihm schon als 24-Jähriger zu tun gehabt. Der hat ja hier eine Galerie besessen. Genau. Würtle. Genau. Und der Wotrubarbara hat da eine Ausstellung gemacht. Ja, ich bin jetzt, das geht so nicht. Ne? In der Zeit mochte ich dir dazu, dass das kann ich nicht. Wie lange dauert es? Ja, machst du was, wenn ich geschwind noch? Ja, ja, machen Sie noch. So, Grüße. Grüße. Was fällt dir denn da? Mama, können wir nicht machen. Das ist für jeden Tag. Was machen wir? Was arbeitet ihr denn? Ja. Ah ja, das sind ein paar Sterne drauf. Gut, gut. Gut, das war so, ja, muss man das. Aha. Was? Die Zeit jetzt genau auswendig. 97. So, das ist alles. Gut. Die Unterdrauten denken sie relativ laut die Frage stellen. Ja, und irgendwie mit Blick richten, das ist noch wichtig. Genau, diese Kammgeschichte. Ja. Das ist ja die Verbindung, deshalb haben wir in Zug eben diesen Schwerpunkt auch mit Wien, weil diese Sammlung, die Wotrubarbara mit dem Vater Kamm aufgebaut hat, dann ja, ja, über die Würde. Ich weiß nicht, ob ich da drin bin, in der Sammlung Kamm. Doch, sind Sie. Achso, mit einer frühen Proportionssache? Oder? Nein, die Christa Kamm hat dann. Die Christa Kamm, die Tochter, ja, die hat drei Arbeiten von Ihnen erworben. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Würde direkt zusammenhängt. Ich glaube, das war dann später. Ja, wenn später war, wird das über die in Le Long oder Tati. Die zwei, wie heißen die zwei? Genau, St. Gallen. St. Gallen, ja. Erker. Ja. Genau, Janette und Larese. Ja, ja, Larese. Ja. Die gibt es ja nicht mehr, ne? Der Janette gibt es noch. Ach so? Ja, er ist schwer krank, aber. Und sind die noch aktiv mit den Editionen und so? Nein, nein. Der Larese ist schon vor über 10 Jahren gestorben. Und der Herr Janett ist sehr schwer krank. Der hat so einen Muskelzerfallproblem. Kann nicht mehr sprechen. Aber noch immer, er geht Ausstellungen anschauen. Ach so. Und er ist. Gibt ja, nicht auf. Die Galerie war, glaube ich, für Österreich. Eigentlich hat er einige Österreicher gehabt, wenn ich mich nicht irre, nicht? Brandl auch. Den Brandl eben, ja, nicht? Und den ich schätze ja sehr, aber er ist in Österreich leider nicht so sehr präsent, der Brandl in den öffentlichen Institutionen. Ja, und so haben wir halt, diese Sammlung ist jetzt im Kunsthaus seit 10 Jahren. Und das ist natürlich, da ist auch der Gerstl drin und der Gerstl auch. Gruppenbild mit Schönberg zum Beispiel, die Mathilde, ja. Schönberg, der Zemlinski-Porträt. Mhm. Und so gibt es natürlich. Der Wotrubarbara war der Berater. Ja, so im Prinzip ist das aus den Würtle-Ausstellungen indirekt die Sammlung entstanden. Es war nie so beabsichtigt, aber da waren einfach gute Dinge und kosteten damals noch nicht so viel und so ist diese Sammlung eigentlich als eine Art Künstlersammlung, würde ich sogar behaupten, entstanden. Ja. Haben Sie Rainer Roth? Eben noch nicht, nein. Und der Roth hatte ja dann, das war ja eine andere Geschichte, denn eine gewisse Zeit den Roth Verlag in Zug, er hat auch Schallplatten. Ja. Mit dem Ort Zug ediert und er hat ein Zimmer ganz in der Nähe des Kunsthauses. Mhm. Also das kommt jetzt irgendwie alles bei dem Projekt, das wir jetzt machen wollen mit Roth und selten gehörter Musik und seinen Freunden und so, kommt das eigentlich ganz schön zusammen. Ja, morgen sind wir eine große Rainer Roth-Ausstellung, die Gemeinschaftsarbeiten. Weil die sind sonst ganz zerstreut. Ja. Also ich verkaufe meine ja nicht und deswegen gibt es sie. Es war hier auch eine Ausstellung in Belvedere.
Ja, die habe ich gesehen, ja. Achso, kennen Sie, ja. Und so, aber die anderen tauchen immer so bei Auktionen aus. Und es ist aber noch ein gewisser Kalb, ein Kunsthändler, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name im Begriff ist, der hat in Rot immer die Sachen, also sozusagen als ganzes Pack, als Konvolut. Wenn wir hier gewesen sind und dann geteilt haben, ist der Rot gleich zum Kalb und hat sich von ihm Geld ausgeborgt. Den Kunsthändler Kalb, der ist aber so alt, der lebt da hier bei Böchlam oder bei Ipso. Und der muss das noch haben, aber er lebt natürlich davon, dass er seine Sachen so in die Auktionen gibt. Ne? Aber solange noch ein bisschen was da ist von diesen anderen Sachen, wäre es halt gut, einmal eine Ausstellung zu machen. Ne? Und so. Und ja, das rauskriegen, wo diese einzelnen Sachen sind, das, ja, wir helfen gerne, aber ich weiß es auch nicht alle. Aber mir tut das leid, dass das zerstreut ist. Ne? Jetzt interessiert uns ja auch die Musik natürlich. Ja. Und da fällt aber auf, dass viele dieser Gemeinschaftsarbeiten, also die Arbeiten auf Papier, die sie zusammen gemacht haben, ja auch musikalische Titel haben. Also sie sprechen ja auch von Duett. Ach so, sie sprechen von Terzett. Ja, ja, ja. Von Klavier, von Solo. Naja, das ist ein Vergleich. Ich bin, muss gleich sagen, ich spiele kein Instrument und bin nicht besonders musikbegabt und widme auch nicht sehr viel Zeit auf Musik. Ich kann das nicht, weil mich das da und die Malerei und das auch, alles das interessiert mich so sehr, dass ich eigentlich für Musik, das Musik ist eigentlich nicht mein Fach. Ne? Aber das sind andere Leute, diese selten gehörte Musik oder was. Da war ja wieder eine Aufführung da in Wien. Weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Ich war leider nicht dort. Ne? Die haben wieder, der Ossi Wiener und der Rühm und der, wer da alle dabei war, die haben das, ich glaube der Attersee auch und so, ne? Die haben das noch einmal geprobiert, da hier. Ne? Aber ich, das einzige Mal, wo ich mitgetan bin, habe ich eigentlich still vor mich hingetanzt auf der Bühne. Das war also sehr dilettantisch und so. Und, aber ich bin sehr ungenügende Qualität zusammengebracht. Jetzt habe ich mich da nicht getraut, auch wieder aufzutreten. Wir waren gestern beim Dominik Steiger. Ja. Und er hat noch Fotos von dieser Berliner Aufführung und da gibt es auch ein paar schöne Bilder von Ihren. Nein, es gibt sogar eine künstlerische Serie, wo ich die Fotos bearbeitet habe. Das kann ich mich erinnern, ja. Wo wir drauf sind, auf zwei oder drei, auf dich allein oder so, Mary. Ich habe extra meinen Fotografen auch da von Wien mitgenommen, der das hat. Und ich weiß nicht, ob unbearbeitete Fotos da sind, aber bearbeitete müssten eigentlich da sein. Und so, ne? Wo wären die zu finden? Das müsste hier sein, aber sie müssen die Hannelore fragen, weil ich also überhaupt nichts mehr mit den Einordnern und so weiter zu tun habe, aber sie müssten da irgendwo sein. Und haben Sie die direkt nach dem Konzert dann im Anschluss gemacht? Also ja, in der Zeit darauf. Ne? Jetzt war in der Zeit darauf und es waren Schwarz-Weiß-Fotos noch die Zeiten, das waren zum Teil große 50x60 Formate. Und ich habe das, aber selten ausgestellt, glaube ich, weil das also dafür nicht so Interesse war. Und ein Teil sind aber so im Handel, weil sie hier und da taucht irgendwas auf in die Auktion. Ne? Können Sie etwas sagen zu diesem Beitrag von Ihnen? Selten gehörte Musik da bei dieser Aufführung, wie sind Sie darauf gekommen, so diese Rolle zu übernehmen, des Schweigenden? Naja, das war mehr sozusagen als Gruppensolidarität und nicht als musikalische Begabung oder weil ich etwas überhaupt sagen konnte oder wollte, sondern ich habe da einfach sozusagen als mitgemacht, nicht? Als fünftes Rad, glaube ich, habe ich den Eindruck gehabt sogar. Nicht? So, aber
dass man halt drauf war und die Musik selber haben die anderen gemacht. Ne? So als die Lautakustik. Sie haben gespielt quasi, oder? Ich war doch Mimik gespielt. Ja, so getanzt und was weiß ich. Ich habe damals schon, also war ich schon sozusagen in einem Stadium, wo das Gestische oder das, wie man sich aufstellt, das Positionieren vor der Kamera und so, das hat mich damals schon ziemlich beschäftigt. Und das sind natürlich eine Serie, also. Bodyposes, also auf Körperposen genannt, nicht? Und da ist das irgendwie, gehört das hinein. Nicht? Aber so richtig angestrengt konzentriert habe ich das dort nicht gemacht. Nicht? Weil ich muss ja da allein sein, Kamera und sozusagen alles andere vergessen. Und das war aber, wie das halt ist, wenn man in einer Gruppe ist und kommuniziert, kann man nicht so konzentriert sein, als wie man mal allein ist. Ne? Aber haben die anderen auf Sie reagiert dann? Also auf das, was Sie körperlich gemacht haben, gab es da Interaktionen mit den Musikern oder mit dem Publikum vielleicht? Nein, Publikum nicht. Das Publikum war eher zurückhaltend, wie immer. Und vielleicht haben andere, ich glaube, der Oswald Wiener hat auch ein bisschen irgendwelche Körperposen oder was gemacht, was ich mich erinnern kann, aber das hat sich ein bisschen so mit der Musik, vielleicht haben die anderen, es war damals ein Thema, das alle interessiert hat und das ist möglich, dass dann also einige auch darauf eingegangen sind, aber ich war gezwungenermaßen, weil ich kein Instrument je gespielt habe. Ne? Und die anderen haben ja irgendwas gespielt. Ne? An Singen kann ich mich nicht erinnern. Es ist möglich, dass jemand lauter gesungen hat. Aber gesummt haben sicher welche. Aber Dings kann ich mich nicht erinnern. Aber es gibt ja, glaube ich, Schallplatten, das müsste man dann nicht sehen daran. Ne? Wie standen Sie zu dieser Idee, selten gehörte Musik, wenn Sie sagen, ich habe nie Musik gemacht, aber wir wollten miteinander auftreten. Was war das für Sie für eine Idee, dass Sie da? Naja, das war eine. Wir waren ja damals kulturell und sozial sozusagen ein bisschen isoliert in der österreichischen Gesellschaft. Natürlich hat das also sozusagen entstehen ja Gruppierungen, damit die sozialen Kontakte in diesen Gruppen sind. Nicht? Und das war dann der Grund. Heutzutage hatte jeder irgendwie seine Erfolge und seine Bekannte und Kontakte und so weiter. Aber damals hat das eigentlich keiner richtig gehabt, nicht? Und das war die Gruppenwärme, wie das so heißt, nicht? Und so man hat sich ja damals auch sehr viel getroffen in Wien, in dem Oberostwald Kalb und so weiter. Ich habe mich aber angefangen zurückzuziehen, es ist ja das Alkoholproblem aufgetreten, nicht? Natürlich, wenn man jeden Tag ein bisschen trinkt und so. Und es sind, ich will keinen Namen nennen jetzt, sind einige da relativ doch angefangen, stark ins Alkohol zu rutschen, nicht? Und mir war das nicht sehr, ich habe das begriffen, dass das für einen Künstler eine Falle ist, nicht? Und dann, vor allem das Gruppentrinken und so weiter, dass man da einen Weg einschlägt, den habe ich nicht gehen wollen, weil für mich war immer der größte Intensitätserlebnis, das alleinige oder zu arbeiten und nicht in Gruppe arbeiten. Aber das hat es auch gegeben als Gegenversuch und deswegen gibt es auch gemeinsame Zeichnungen auch. Oder dieses Zusammenarbeit mit Rot, wo man die Duette und Duelle sozusagen auf einen Zeichenblatt gemacht hat. Das hat sich alles hier in diesem Atelier abgespielt. Und wir sind also nebeneinander gesessen. Aber es hat auch einzelne Sachen gegeben, wo ich nicht weitergekommen bin. Oder Drucke, die mir nicht genügend, eigene Druckgrafik, die mir nicht genügend
Kraft hat, den ich den Rot gegeben habe, und ich war froh auch, dass er sofort seine Fantasie entzündet hat und da sofort hinein, nicht? Und das war, ich habe das eigentlich genossen, dass es auch sozusagen das dagegen arbeiten, dass er gegen meine Qualitäten, die das hin, dass er das also in Angriff genommen hat, nicht? Das war sicher auch ein kleines Duett oder Aggressionspotenzial da, und das war aber fruchtbar, und das hat, daraus ist etwas entstanden, deswegen hat mir das also eigentlich durchaus behagt, nicht? Ich habe das nie als persönlichen Angriff empfunden. Sie haben ihn ja dann auch wieder ein bisschen angestachelt, oder? Ja, wir haben uns gegenseitig angestachelt, nicht? Und so, ne? Und kommentiert, nicht? Und am Anfang sind wir, glaube ich, vom Weibe etwas dilettantisch, amateurhaft dabei aufgenommen worden. Und so, aber wenn wir allein waren, war man natürlich ungehemmt, nicht? Und sozusagen, also sind mehr aus uns herausgegangen, nicht? Nur damit gegeneinander, nicht? Das war schon ein Zusammenspiel, nicht? Und aber ja. Also wenn man die Filme schaut, hat man schon das Gefühl, eben auch das Gespielten, also dass man ja auch eine Rolle gespielt hat, ja. Jeder für sich und gegeneinander, ja. Miteinander und so. Ja. Und bekommt dann den Eindruck, das sei vielleicht auch geschehen wegen der Kamera, die da natürlich dreht. Aber wenn Sie sagen, wenn die Kamera sicher, es ist so, wir haben das, wenn wir allein waren, eigentlich schon eingeleitet. Nicht? Und von der Kamera sind sozusagen natürlich die Erfahrung oder Erinnerung an etwas früher schon allein gemachtes immer wieder aufgestiegen, und deswegen haben wir uns nicht zu schwer getan, waren nicht verlegen vor der Kamera, oder haben das nicht. Und also das ist schon, hat schon eine Authentizität auch vor der Kamera gehabt, zweifellos. Nicht? Und so. Das ist natürlich so gewesen, dass wir oft unzufrieden waren, nicht? Weil der Rot vielleicht auch, weil ich war oft unzufrieden, und dann nachdem wir geteilt haben, nicht? Wir haben ja so geteilt, dass einer zuerst etwas ausgesucht hat, danach der nächste, das nächste Blatt, dann wieder der, nicht? Sodass das halt so eine halbwegs faire Teilung war. Und der Rot hat aber, ich habe das Gefühl, der Rot hat immer das ausgesucht, wo ich schwach war. Also schon allein, also um einen gewissen Triumph zu haben, nicht? Und so. Und das hat das dann natürlich dann gleich meistens zum Kalb gebracht, wie schon gesagt. Und so. Und ich habe natürlich ein gewisses Ungenügen gehabt, dass diese Sachen dann in die Öffentlichkeit kommen. Und es war für mich aber eine Art Zen-Übung, das auf mich zu nehmen, nicht? Dass man auch, so wie von Roth irgendwie war schlecht gelernt, dass man auch misslungene Sachen sozusagen, also überhaupt in die Öffentlichkeit bringt, ne? Weil er die Qualität erfasst, des ungenügenden, fragmentarischen und sowas, was man vielleicht selber gar nicht beurteilen kann, aber doch negativ beurteilt. In Wirklichkeit ist es unter Umständen eine Variante, die sonst nicht vorkommt. Ne? Und das ist, war eigentlich das Interessante daran, nicht? Dass man das dann loslassen kann, nicht? Und so, ne? Weil es gibt natürlich jetzt viele Leute, die sagen, ja, ich war niemals so schlecht, ne? Und andere sagen, ja, ich war niemals so frisch und so. Ich enthalte mich da ein bisschen den Urteil, weil ich weiß, ich bin jetzt eingefahren auf gewisse Qualitäten, die ich immer anstrebe und so. Aber das war damals eine andere Zeit, und es war auch wichtig für mich, eine gewisse Offenheit zu lernen. Ne? Auch eine gewisse Distanz zu sich selbst. Ja, durch Distanz zu mir selber, oder am Anfang, wenn man es macht, hat man ja keine Distanz, nicht? Aber es ist nur Frage, es ist keimhaft etwas, nicht? Man gibt es den anderen sozusagen, dass aus dem Keim etwas macht, nicht? Und
eine Kunstgeschichte schaut, das gibt ja, jeder Künstler hat Keime auf die Sachen, wo er Entwürfe macht, oder Skizzen und so. Und nur in früheren Zeiten ist das meiste ja gar nicht überhaupt aufgehoben worden. Nicht? Die haben genauso viel Skizzen gemacht, wahrscheinlich wie alle, wie dann im 19. Jahrhundert und so. Dann ist es eben dort ist das aufgehoben worden in den Laden und so, und ist halt nach dem Tod ist es irgendwie dann in Sammlungen verkauft oder langsam halt in die Öffentlichkeit gekommen. Ne? Und es ist nicht so immer, dass das fertige Werk, wo das drinnen ist, was man überhaupt maximal leisten kann, dass das also dass es überhaupt gezeigt wird. Ne? Und das, in diesem Sinn war es halt das Offene und das Fragmentarische, Improvisierte und alles, was, also es hat vielleicht ein bisschen mehr Unmittelbarkeit, aber es ist mehr eben das Keimhafte. Ne? In diesem Film, wo Sie zusammen zeichnen, fällt auch auf, dass Sie quasi dem Rot immer den Vortritt lassen, weil der wollte ja immer gleich loslegen und Sie haben ihm dann quasi so Ideen geliefert oder aufgefordert, mach doch mal das und was gegen den Strich quasi. Erstmal hat es mir gefallen, dass er auf mich so stark reagiert hat. Ne? Dann war hier der Gast und hat die Vorrechte gehabt natürlich. Ne? Und zweitens mal, wenn ich was wollte, dass ich schon was habe, habe ich einfach irgendeinen fertigen Druck oder ein fertiges Fragment aus den Laden gesucht und habe es ihm gegeben. Ne? Und er hat sich sich gefreut, dass ihm jemand dabei ermutigt und das auch also machen kann damit, was er will. Weil der Künstler ist ja immer Gefahr, dass er sich ein Bild zu sehr in sich einspinnt und in seiner Art und Weise einen gewissen Manierismus entwickelt, also durch das Selbstgespräch. Und das davon war eigentlich, also dann, es war eine Befreiung auch und so und eine gegenseitige. Also ich habe natürlich auch Sachen, die er nur gemacht hat, dann hineingezeichnet. Ne? Und wenn eben keine Kamera dabei war, haben diese Gespräche auch so stattgefunden und dieses... Ja, schon, es war niemand, man war zu zweit und war natürlich auf eine Kommunikation angewiesen, das war eine Unterstützung der Arbeit, ne? Dass jemand hineinzuhusten und so, das war eine gewisse Freude. Ne? Es war aber oft nicht nur eine Filmkamera, sondern auch ein Fotograf dabei, der zwar nicht die Abläufe so verkehren, wie sowas entsteht, aber es ist ja dann auch eine Serie entstanden, wo wir sozusagen nur gegenseitig also so eine Art Posen gemacht haben. Nicht? Also, dass wir da durch die Art der Körpersprache sozusagen etwas versucht haben hineinzukriegen, was mehr ist als wie eine alltägliche Kommunikation, sondern etwas irgendwie wie auf einer Bühne. Ne? Und so, und das war eigentlich, für mich war das auch wichtig und meistens werden sogar diese Posen oder diese, wie man das nennen soll, wenn zwei so etwas machen, das war dann eigentlich, also die meisten haben das eigentlich interessanter noch gefunden, als wie nur die Blätter, nicht? Aber das, für mich ist das sehr schwer feststellbar, ob es da Qualitätsunterschiede gibt aus heutiger Sicht. Ne? Das Spektrum ist ja auch interessant. Ja, also das Spektrum ist interessant und ich glaube, bei den Posen ist immer etwas, ein Witz dabei, der sozusagen sofort einsichtiger wird, während bei den Blättern oft suchen muss,
wo der Witz ist, weil der Witz hat sich ja abgespielt während des Arbeitens, es ist oft nur im Detail und so, und das, wenn das dann in einen ganzen Zusammenhang, ein ganzer also Witz-Ensemble ist, fällt das Einzelne ja nichts heraus, weil das ja dann irgendwie ein Gesamtes ist, nicht? Und ein Gesamtbild sozusagen, witzig oder ironisch machen, ist ja furchtbar schwer, nicht? Das ist ja eigentlich in der Kunst, in der bildenden Kunst eben, ist ja nicht in der Karikatur höchstens so humoresk, wie er so Abläufe sind. Ne? Da haben Sie ja dann auch die Sprache noch zu Hilfe genommen mit den in Titeln oder was in den Blättern reingeschrieben wurde. Ja, die Titel sind ja da. Die meisten Titel sind ja dann sozusagen, wie das fertig war, nicht? Wenn man eine gewisse Distanz gehabt hat. Und so, wir haben uns aber auch gegenseitig angestachelt. Nicht? Wer findet die absurdeste, aber treffsicherste Formulierung für den Titel? Nicht? Und ich muss sagen, der Roth ist natürlich als wortgewaltiger gewesen wie ich. Nicht? Das ist also, bin also mehr da schüchtern und zurückhaltender, was Titel ist. Also sonst in meinen Arbeiten, weil in den letzten 20, 30 Jahren habe ich überhaupt keinen Titel gegeben, wollte ich gar nicht. Und ich habe mir gesagt, gut, das mache ich, wenn ich nicht mal die Kraft habe zum Zeichnen, die physische, dann mache ich dann überall Titel erst für die Bilder, nicht? Und so. Das, aber dort, da, bei dieser Sache habe ich eben die Inspiration gehabt für diesen, und den Drang für diesen Titel. Nicht? Und so, und war sicher auch durch den Roth herausgefordert. Ne? Mhm. Gab es dann auch Titelduelle? Naja, das waren Duelle, ja, wir haben uns ja nicht einigen müssen, nicht auf einen Titel. Bei vielen Sachen hat jeder seinen eigenen Titel gehabt und die haben wir nicht gegenseitig überschrieben, sondern die sind nebeneinander. Und dadurch kann man eigentlich nicht sagen, dass es ein Duell, ein gegenseitiges also Abstechen war. Ne? Bei diesen Arbeiten, Sie haben vom Pantomimischen gesprochen, von der Fotoarbeit, das haben Sie ja sicher eingebracht in diese Zusammenarbeit. Ja, ich glaube, das ist mir eingefallen, weil ich also mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ne? Da kommt ja der Körper auch ins Spiel. Da kommt die gesamte Physik ins Spiel, aber eben als in einer wo Körper gegen Körper ist, nicht Physis gegen Physis, also, und das ist ja auch eine Art also Kommunikation und eine Art, ja, Duell, ne? Und das fällt ja auch auf bei diesem Film über das gemeinsame Zeichnen, dass Sie eigentlich kaum den Pinsel oder den Stift geführt haben, sondern das dem Dieter Roth überlassen haben und dann mit den bloßen Händen oder eben direkt körperlich. Ja, manchmal. Also da, ich war damals schon so ein bisschen mit der Fingermalerei und so, hat mich schon damals interessiert. Aber ich habe oft den Stift auch, also ich hab auch jedes Material. Ich habe müssen zum Teil nachdenken, wie kann ich den Roth sozusagen relativieren, mit welcher Technik, ist auch eine technische Frage, nicht der grafischen Mittel. Ne? Und bei Fingern kann man unter Umständen, also das hat man, dass man da, das ist oft suggestiver, wenn man über jemanden arbeitet, man sieht, dass die Sensibilität ist so, dass man oft die körperlichen direkten Äußerungen, also einen zuerst ins Auge springen. Ne? Aber heutzutage, wenn ich das sehe, dann sehe ich das nicht mehr so, dass da etwas Primäres und Sekundäres ist, sondern dass das beides gleichwertig ist. Ne? Ja, aber wir müssen immer trachten, dass ich etwas mache, was ich zuerst mache, dass der Roth höchstens persiflieren kann, aber nicht auch drauf kommt. Ne? Er hat das meistens, weil es war ja ein Duell und man wollte sozusagen die größere Aufmerksamkeit auf dem Blatt haben und äh, so,
und primärer sein. Ne? Ihm ist aber immer was eingefallen, selbst dann nur, wo das Ganze wieder eingefangen hat durch den Titel. Ne? Sie haben in einem Text, den Sie geschrieben haben, den schönen Begriff formuliert, der geschlossenen Disharmonie. Ja. Das ist ja das Verblüffende, dass diese Arbeiten eben bei allem Duell und bei allem Experimentieren und aller Frische und Spontanität dann doch ein ganzes bilden, ohne dass man das harmonisiert, sondern man spürt die Spannung und den Gegensatz, wie Sie das jetzt schön beschrieben haben. Aber es ist verblüffend, dass es dann doch zusammen wieder... Ja, also es hat sich irgendwie erwiesen, dass Künstler derselben Generation, auch wenn sie sich oft sehr, sehr konträre Werkphasen gehabt haben, doch dann unbewusst gar nicht so plötzlich auf einer gemeinsamen Ebene befinden und dass das ein Ganzes wird. Ne? Allerdings nicht so leicht nachvollziehbar. Nicht? Es gibt viele Leute, die sehen nur den einen oder den anderen Künstler primär und den anderen nicht so. Nicht? Aber dass das zu einem Ganzen zusammenwächst, unbewusst, nicht, dass das hat man nicht anstarren können, weil das vielleicht auf einer Ebene ist, die so eigentlich nur zu erahnt wird und nicht, wo nicht irgendwie durch irgendwelche grafischen Mädchen dann eine Zusammenarbeit dann sich einstellt. Ne? Aber das werden Sie auch beide auch gespürt haben, als Sie das gemacht haben. Dass da naja, wir haben sozusagen ein Gottvertrauen oder ein gegenseitiges Vertrauen gehabt. Ne? Du hast Selbstbewusstsein, dass dann wirklich etwas herauskommt. Und dass das wirklich, was da entsteht, dass sich dann auch eigentlich immer durch der Zeit immer mehr als Ganzes gesehen wird, wie sich meiner Ansicht ja eigentlich ergeben hat. Ne? Weil vorher haben die Leute ja eigentlich am Anfang den Kopf geschüttelt und haben eigentlich das gar nicht gesehen. Aber wenn man mehr sieht, kriegt man langsam Maßstäbe und merkt, auf was es eigentlich da wo die gemeinsame Ebene ist und wo das zu einem Ganzen wird. Ne? Mir ist in einem Film, wo Sie eben gemeinsam zeichnen, ist mir auch aufgefallen, dass Sie ständig eigentlich einander fragen, ist das gut, ist das schlecht, ist es schlecht genug, ist es gut genug? Also so hier so eine Diskussion führen, war das dann auch eine Inszenierung, oder fast schon ein ironisches Fragen, oder war es dann wirklich auch ein Abtasten der Maßstäbe? Wir haben das oft nötig gehabt. Ne? Wir haben das oft nötig gehabt, weil wir waren ja immer auf zwei Ebenen, auf der zeichnerischen und auch auf der Wortebene. Nicht? Und wo wir genauso kommuniziert haben und wo wir genauso gegenseitig herumgespielt haben. Uns ist halt ja nichts Besseres eingefallen als solche relativ Fragen, die eigentlich sozusagen Selbstverständlichkeiten sind oder was. Ne? Oder, ja. Aber umgekehrt waren wir gegenseitig immer unsicher. Ne? Was ja kein schlechtes Zeichen für einen Künstler ist, und weil er das ja braucht, um einen Weg zu finden und nicht das, was er schon immer wieder gemacht hat, einfach dann noch einmal nachzuvollziehen. Ne? Das war eine gewisse Erfrischungserlebnis und dass er eigentlich auch dann später bleibt. Ne? Und so, und für mich war das auch sowas wie ein Lernprozess und etwas, was also, wo ich dann wahrscheinlich auch meine spätere Arbeit dann irgendwie hineingeflossen ist. Sie hat sie nicht geprägt, aber es ist hineingeflossen. Ne? Und die anderen Kollegen, die haben das auch sofort mitgekriegt und es sind ja dann diese Blätter entstanden, wo mehrere Künstler, ne? Wo ich mich aber ungern beteiligt habe, weil ich habe gemerkt, dass die eigentlich nebeneinander stehen. Nicht? Dass die nicht so richtig also zusammen sich berühren und zusammensteigern. Nicht?
ich weiß nicht, ob Sie diese Blätter überhaupt kennen, es gibt eine Menge, ne? Und die sind, das hat mir aber, hat war für mich nie der Sinn der Sache, nicht, dass man das nebeneinander zeigt und dem Betrachter überlässt, dass da eigentlich etwas Gesamtes entsteht. Und so, und das tut es ja auch nicht, nicht, weil das nicht so einfach ist, man muss sich da wirklich hinein, richtig hinein verkrallen, aber so, wenn man nebenbei so im Wirtshaus, jeder zeichnet was hin, das ist wie bei einer einzelnen Postkarte schreibt, wo jeder seine Unterschrift hingibt, aber das Ganze, es wird nicht zu einem, zu einem etwas, was eine einzige Gestalt, nicht? Es gibt auch den schönen Begriff, Sie haben gesagt, es war nicht nur eine Zusammenarbeit, es war auch eine Auseinanderarbeit. Aber dieses Auseinanderarbeiten war eben auch schon wieder gewollt und, wie soll ich sagen, mitgedacht oder mitgeplant, um produktiv zu werden wieder für ein ja, Ganzes. Aber diese Ebene, war, wenn ich gemerkt habe, der geht auf irgendetwas los. Was er schon eine Figur oder eine Gestalt, die er schon irgendwie schon einmal etwas eine Vorsache gibt, ein Vorwerk gibt, nicht? Dann wollte ich das natürlich nicht zulassen und habe sozusagen das verfremdet. Das ist umgekehrt bei ihm auch gewesen, nicht? Dass ihr mir das aber gefallen, weil jeder, so wie jeder Künstler, ich stecke oft in etwas drinnen. Und bin unzufrieden, dass ich da nicht rauskomme und das Gehirn nicht einen neuen Sprung macht, nicht? Und der andere macht diesen Sprung natürlich, weil er ganz anders hineinprojiziert und Einfälle, Inspirationsprobleme bei ihm gibt. Und dadurch war ja das eigentlich das Interessante daran, diese Herausforderungen, nicht? Und weil es war normal, wenn zwei Zeilen, tut der eine den anderen ein bisschen verbessern, nicht? Aber das hat natürlich keinen interessiert, nicht? Weil wir waren wir viel zu ausgeprägte Persönlichkeiten. Und der nächste Schritt war dann, dass man auf die Zeicheninstrumente und Materialien ganz verzichtete und sich einfach hinstellte im Schloss. Zum Beispiel beim Film und dann irgendwas zusammen gemacht hat. Ja, naja, damals hat es schon, das war natürlich diese Zusammenauftritte, waren schon geprägt. Ich habe das aber nie empfunden, dass das eine Steigerung war, sondern dass das ein anderes Feld war, wo man sich erweitert hat. Ne? Das war ja ungefähr viel schwieriger für uns, weil wir in einem Metier waren. Wir sind ja keine Schauspieler und keine Komödianten vom Beruf oder so etwas. Wir haben das nie gemacht und wir haben müssen, wenn einer was gemacht hat, das hat natürlich zum Teil als Herausforderung gemacht, ob der andere darauf reagieren kann oder in Verlegenheit gerät. Ne? Und es ist so, ich habe das natürlich auch, ich habe das einmal so versucht, dass der Roth sich schwer tut und in Verlegenheit kommt, und der hat das aber ganz ungeniert einfach eine Steigerung hineingemacht. Und das Beste war, ich weiß aber nicht, ob es davon überhaupt ein Video gibt, ein gemeinsamer Auftritt auf einer Bühne in München, wo wir sozusagen also improvisiert, ohne uns vorher etwas ein Konzept zu haben, da aufgetreten sind. Wir waren da vor einem riesen Publikum und haben müssen was machen. Ne? Und wir haben, glaube ich, die Rolle war immer, dass ich also vom Roth, was ich in Erinnerung habe, stimmt ja nicht, das ist was anderes, dass ich den Roth sozusagen herausfordern, vor allem etwas Absurderes und etwas Schwierigeres, wie auch für seine ganze Physik zu machen. Und normal, was der Normale in diesem Alter und dieser Physik gar nie machen würde, aber er hat sozusagen die Ungeschicklichkeit dann zu einer eigenen Form, Ausdrucksform gemacht. Und das habe ich eigentlich sehr bewundert und habe gesagt, naja, dann
kann man eigentlich, wenn man diese Gabe hat, kann man ja nie alt werden und verlegen werden mit seinen ganzen Körper. Ausdrucksmöglichkeiten, man muss einfach das machen, was man, und die Schwächen sozusagen zu etwas machen, das dann eine Form kriegt und etwas ist, was andere also mit Freude kommunizieren. Ne? Das hat ja Roth dann ganz am Schluss mit der Videoarbeit Soloszenen zum Beispiel, wo er ja nur noch da sitzt oder was schreibt oder liest quasi. Ja, wenn ich nicht dabei war, ist das was anderes. Das Werk kenne ich aber nicht. Aber es ist möglich, dass es so war, dass ich nur immer still gesessen bin, immer nur sozusagen Befehle, nicht echte sozusagen Befehle gegeben habe und immer gewartet habe, ob er die Kraft hat, sich also so zu demütigen und so bloßzustellen, dass er das macht. Er hat das aber immer mit Bravour gemacht, nicht? Muss man auch sagen. Und er hat eben ein großes komödiantisches Talent gehabt. Und es ist heute ein bisschen schade, dass da eigentlich nicht mehr Dokumentationen über das gibt. Nicht? Können Sie da ein paar Beispiele nennen, was Sie ihm da so in München zum Beispiel, was Sie ihm... Oh, also im Detail, das ist, zum Beispiel, er muss auf der Bühne auf den harten Dings einen Purzelbaum oder so etwas schlagen oder sich irgendwie so herumwälzen, ne? Und so etwas, alles was für seine Füße damals schon, nicht, er war ja nicht der Magerste, schon eigentlich also normal, würde er es nie machen, ne? Und es ist ein bisschen ein leichter Sadismus bei mir hineingeflossen. Und er hat das aber sofort aufgenommen und hat daraus was gemacht. Und das habe ich sehr bewundert, nicht? Und so, und er hat sich nie beklagt, dass ich zu ihm zu grob bin oder zu ihm, ja. Und das, da habe ich, also er, während er das umgekehrt weniger gemacht hat, er hat nur gesagt, ich soll was machen, nicht? Also er hat nicht so diese sadistischen quasi Befehle oder Anregungen hat er mir gegenüber nicht so sehr ausgespielt, oder überhaupt, ich weiß nicht, vielleicht ist ihm das gar nicht eingefallen, ne, in seinem Charakter. Ne. Er hat ja auch mich danach angesprochen, du, das war dann aber wirklich heftig, dass ich da, was du mir da gesagt hast, dass ich mich am Boden wälzen muss oder irgendwas. Nein, er hat das so gemacht, als wollte er mich blamieren. Aha. Als wollte er mich blamieren, dass er das sowieso viel besser, sehr gut kann, nicht? In seiner Art. Nicht? Er hat das so gemacht, dass ich war ihm immer vorgekommen als derjenige, der blamiert ist oder der durch seine Fähigkeiten daraus etwas zu machen. Nicht? Doch eine Art Revanche. Ja, das war wie gesagt ein Duell und ein sozusagen dem zeige ich es aber. Ne? Er konnte dafür verbal die Rollen sehr gut schlagen, oder? Und quasi wieder zurückgeben oder vorzukommentieren. Ja, sicher, ich bin manchmal ein Stichwortgeber vorgekommen. Ne? Und so, und geredet hat sicher eher mehr, weil er auch mehr Sprachkraft hat wie ich. Ne? Das ist also richtig. Ne? Und da hat er ja dann auch seine Pirouetten und Purzelbäume und so weiter verbal dann auch gemacht. Ja, seine Wendigkeit. Ja, aber das hat er freiwillig gemacht. Das war für immer sozusagen, da war auch so, es war eine gewisse Übung dabei. Und er hat so, ja, hat Freude dran gehabt und Triumphe sogar deswegen, ne? Ja, es ist sehr schade, dass das nicht alles bis in Detail dokumentiert war, aber Dokumentationsmedien waren damals nicht sehr, sehr gut und man hat das selber nicht sozusagen als so bedeutend erlebt. Heute sehe ich es viel bedeutender, auch für die jetzige Künstlergeneration, Kunstideen, wie man es damals hat. Nicht? Das waren eigentlich sehr wichtige Keime und so. Und aber also, was nicht dokumentiert ist, das gibt es nicht in der Kunstgeschichte halt. Das ist halt so. Und auch die schlechte Qualität der ganzen Videos, sind ja, ist ja einiges da, aber es kann das, dadurch kann das nicht so aufgenommen werden. Ne?
was ja auch das Besondere war, eben, was damals eher ungewöhnlich war, dass ja das Theatralische, das Schauspielerische in die bildende Kunst hereinkam und von den Künstlern selber quasi auch, das war ja auch eine, man spielte sich ja auch selber als Künstler und hat Dinge ja, nur gezeigt. Das waren sozusagen, wir waren ja eigentlich auch, es war natürlich nicht direkt in die bildende Kunst hinein zum Teil, sondern es war nur Vorstellung oder Performance natürlich vor der Kamera, nicht vom großen Publikum, nur außer dieser einen Ausnahme. Und dass sich das so erweitert hat, war für uns selber zum Teil eine Überraschung, nicht? Aber wir haben uns mit, wenn irgendeiner eine Idee nur einen kleinen Einfall gehabt hat, und der andere ist darauf eingestiegen und hat, dem hat das etwas gesagt, also auch nur die paar Stichworte, dann hat sich das sofort zu etwas entwickelt, was also ein improvisiertes Werk war. Ne? Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so erinnern, wie weit das so ist. Man hat ja oft sehr viele Einflüsse, die es durchgeht. Wenn das also oft nicht der Fall war, dass etwas einer gewollt hat, dann gibt es halt nicht. Es ist sozusagen nur mehr im Kopf. Ne? Und so. Es war natürlich eine Schwierigkeit, eine Kommunikationsschwierigkeit, weil wir sind unter verschiedenen Alkoholpegel gewesen. Und da gibt es oft dann bei kürzeren Zeitaufläufen ist es leichter, aber bei längeren Zeitaufläufen wird das dann schwer. Ne? Bei diesem Film mit dem Schloss hat man schon den Eindruck, da gab es vorher gewisse Absprachen, also jetzt nicht die einzelnen Ideen, aber grundsätzlich. Nein, die grundsätzlichen Absprachen bei diesen Sachen waren eigentlich nur, dass man sich erstmal geeinigt, wo man das macht. Also, und was unter Umständen herumgestanden ist, ob eine Teppichstange oder eine Wiese oder nur ein harter Boden und so weiter, das waren Gegebenheiten, aber nicht die. Und sonst hat man aber nicht so genau gewusst, also was der andere jetzt plötzlich für Einfälle und welchen Drang der andere gehabt hat. Nicht? Im Gegenteil, wir müssen uns oft suchen. Und wir haben triumphiert, wenn der eine doch irgendeine sarkastische Idee hat, wo er den anderen hineinlegt und der andere herausgefordert wird und darauf eingeht, dann habe ich gesagt, dann werde ich es aber zeigen, wie der, ne? So ist das. Ne? Aber es war ja auch ein Spiel von Sinn und Unsinn oder Nonsens und Zeitvertreib oder Langeweile? Nein, wir waren in Verlegenheit höchstens, aber Langeweile Zeitvertreib haben wir nicht gehabt, sondern das war sicher, es war ja immer auch ein Dritter dabei, das heißt die Kamera. Ne? Allein haben wir sozusagen, ohne Zeugen und so weiter, haben wir das ja nicht gemacht. Ne? Das ist also doch immer also sozusagen eine gewisse Show-Gestaltung. Ne? Und ja, da sind halt die diversen psychologischen Mechanismen oder Strukturen, wie beim Zeichnen, sind halt dann sozusagen in der Darstellungsbereich eigentlich dann gekommen. Ne? Das ist ja sehr interessant, dieser Gedanke, also dass etwas, was beim Zeichnen, bei der visuellen Arbeit, bildnerischen Arbeit wichtig ist, dass man das dann quasi handelnd umsetzt, ja. Nochmal oder übersetzt? Oder? Naja, das hängt ja eigentlich alle von der großen, von der gemeinsamen Ebene des Zusammenspiels oder der Widerspiels ab. Wenn das da ist, kann man unter Umständen sehr viel, also in sehr vielen Bereiche, die man vorher gar nicht kennt, machen. Wo ich mich nicht eingelassen habe, das war die rein verbale Ebene, weil da habe ich mich so unterlegen gefühlt gegenüber den Roth. Weil er ein Sprachvermögen gehabt hat, wo ich nur, da hätte ich müssen den Peinlichen spielen und den Verlegenen und den Unterlegenen, dass ich mich nicht darauf eingelassen habe.
Aber zwischendurch haben Sie den schon auch gespielt? Ja, oder den schmollenden gespielt, oder gespielt, den traurigen? Nein, das nicht. Aber gut, wir haben immer Kommunikation gehabt, nicht? Und wir müssen immer miteinander irgendwie Sätze finden, nicht? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe dann oft so die Taktik verwendet, dass ich ihm nur Stichworte gegeben habe oder irgendwelche Reizworte, die ihm zuwider waren, und habe auf seine Reaktionen gewartet, nicht? Was war so ein Reizwort? Naja, das hat sich aus der Situation ergeben, nicht? Es waren zum Beispiel die Frauenbeziehungen, nicht? Und solche Sachen, nicht? Aber ich kann da nichts, also ich kann da keine also Indiskretzes oder Intimitäten überhaupt da hier ausbreiten, weil das ist, also das bin ich nicht zuständig, nicht? Aus dem Weil habe ich sie nie so genau gewusst, man hat das immer nur vom Hörensagen gehört, weil auf jeden Fall war ich wesentlich solider wie er, nicht? Relativ, ne? Aber es erinnert mich auch dieses Spiel an die Kindheit, wenn zwei in der Freizeit am Nachmittag oder so, man trifft sich irgendwo im Garten oder auf der Straße und lässt sich was einfallen, irgendein Spiel, oder kommt auf den Gedanken, mach du mal das vor oder kannst du das? Ja, sicher gibt es diese. So ganz einfache Dinge. Gibt es diesen Rückschein und diesen Rückschein des Kindhaften oder in diesem Alter ist man natürlich, dass man etwa das Infantile sozusagen als Inspirationsquelle benutzt. Nicht? Und ja, natürlich ist das Repertoire nicht unendlich, nicht, was man da also irgendwie herausholen kann aus das, und es hat seine Begrenzung. Also einen Beruf hat man daraus nicht machen können, dass wir da und auf der Bühne auftreten gemeinsam und dort improvisieren, was aber bekanntlich, also wir wissen es aus der Geschichte darstellenden Kunst, also das ja vor allem in den Stummfilmzeiten und so weiter der Fall möglich, theoretisch möglich war, aber für uns war das so begabt und so vor allem so voll von Einfällen und Übermut, nicht nur aus dieser Übermutsache, ne, waren wir nicht. Ne. Diese Stummfilmzeit, das interessiert Sie schon auch, nehme ich an. Das hat mich immer also berührt und interessiert, nicht? Das ist richtig, nicht? Und so, und ja, also in gewissem Sinn kann man ja sagen, dass das Slapsticks sind, nicht? Das schon, nicht? Also die Slapsticks von Amateuren, nicht? Wir haben, glaube ich, auch in der Welt der darstellenden Kunst nie große Lorbeeren errungen. Kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie von dort aus. Bitte? Das kommt noch. Ja, wenn man Geschichte, wenn es ganz ferne ist und das nur als Keime für Anregungen sozusagen vielleicht auf eine Generation kommt, und dann ist es möglich, vor allem wenn es bekannter wird, aber so diese seltenen Aufführungen, das sind ja nicht eigentlich noch nie Theaterleute oder sowas gesehen. Nicht? Aber, ich weiß nicht, wie die jetzige Performance, wie weit sich schon ein Zwischending zwischen also bildenden Künstlerperformance und Theater Leuten überhaupt, wie weit das schon gibt, so etwas Gemeinsames, so etwas Zusammengewachsenes ist. Aber das kommt sicher noch, weil jede Generation sucht nach neuen Inspirationen und natürlich. Aber das ist die kennen das natürlich nur von dem Werken und vom Hörensagen und von solchen Berichten, wie Sie sie jetzt machen, nicht? Und das ist natürlich also, vielleicht übernehmen Sie das dann wirklich, sagt Ihnen das was. Ich kann das aber nicht beurteilen. Ne?
Sonst also wäre ich nicht so sehr als Komödiant angesehen in meinem Leben. Und so manchmal, wenn ich gut drauf bin, aber das ist meistens dann, wenn man in irgendeinem Wirtshaus sitzt und der Künstler das zutrifft, was man sagt, der Schmäh rennt. In Wien sagt man so. Bei Diderot zum Beispiel, auch als Musiker, gibt es ja auch dieses Phänomen, dann eben, dass er gar nichts wegschneiden will, also dass alles drauf muss. Ja. Wie war das bei diesen gemeinsamen Film-Performance-Sachen? Gab es da dann auch Momente, wo Sie dann vielleicht darüber diskutiert haben, etwas reinzunehmen oder wegzuschneiden? Oder ist da wirklich, was wir sehen heute, ist genau das Originalband? Oder gab es da... Also beim Schneiden selber oder Kürzen oder Komprimieren, besser gesagt, haben wir nichts zu tun gehabt. Und ich hab das begriffen, was er da sagt, dass unter Umständen das Nichtsagende und das Normale und das Dings, wie so etwas ist, auch durchaus eine Aussagekraft und sogar eine Eigenartigkeit haben kann. Nicht? Aber ich war dabei nie involviert und ich glaube, er hat sich dann auch nicht dafür interessiert, was von den anderen, also die vom Produzenten der Dokumentations als wesentlich genommen worden und was also sozusagen das Übliche war. Ne? Und deswegen kann ich da schwer was sagen. Nicht? Und so auf jeden Fall, ich glaube, es ist also bei dem Video ist nicht so viel gekürzt worden. Ne? Bei den Fotos sind immer Sachen weg, weil er ist ja ununterbrochen mit der Kamera gestanden und hat tak, tak, tak gemacht. Es sind ja hunderte Fotos entstanden, nicht? Und da hat man natürlich dann auch gesagt, nicht, dass es besser ist, sondern das ist prägnanter. Und das nehmen wir heraus und das will ich hineinarbeiten dann grafisch und das nicht. Ne? Und ich habe jetzt nicht in Erinnerung, ob wir ein Archiv haben, wo alles drauf ist, sozusagen auch die negativen und die Kontaktabzüge von allen Situationen oder nicht, aber es ist möglich, dass ich sie irgendwo im Archiv habe, auch dass diese Sachen auch da sind. Aber ich verwalte nicht mehr oder auch beschäftige nicht meinen Archiv und deswegen bin ich ein bisschen überfragt jetzt, was ich meine. Hm. Gab es bei den bildnerischen Arbeiten auch solche Blätter zum Beispiel, die Sie weggeschmissen haben? Nein, weggeschmissen ist nie was worden. Ne? Sondern es ist weggeschmissen, ist nie was worden, sondern es ist dann, habe ich es mit den Dings plötzlich herausgezogen und habe es den Rot untergeschoben. Und dann durch irgendwelche Worte, herausfallende Worte, eben dann so im Theater sofort die Inspiration gehabt oder die Projektion daraus was zu machen. Ne? Das ist also es gibt eigentlich keine Blätter, die so reine nur Anfänge sind, also fragmentarische Dinge, dann, wo man sagt, das ist gescheitert. Und alles, was da an Blättern entstanden ist, ist ja sozusagen als dass das etwas ist, das irgendwie eine gewisse Eigenartigkeit und auch eine etwas sagend ist. Ne? Wie muss man sich das vorstellen? Sind da an einem Tag Hunderte entstanden? Na, Hunderte nicht, das ist nicht möglich, weil ja, man hat ja nicht immer arbeiten können und dann hat der Rot, es gibt ja ein gewisses Stadium das beim Alkohol, wo man nur mehr, nicht, wo man sich nicht mehr auf die Kunstsparte oder auf die Begrenzung des Blattes überhaupt sich also konzentrieren kann, nicht? Und so. Und man findet das dann unter Umständen genauso wichtig, wenn man dann nebenschaut und da eine Tasche sieht und das dann zurechtrückt oder so etwas. Nicht? So etwas ist natürlich dann nicht da. Ne? Das ist eh klar, aber ich glaube nicht, dass vielleicht entdeckt eine Kommunikation, dass gerade diese Nebensächlichkeiten, die wir als Negative
empfunden, unter Umständen auch eine Eigenartigkeit hat, die sozusagen, also was notwendig, was sinnvoll ist, das überhaupt herauszuarbeiten. Ne? Nachher, nicht? Währenddessen kann man das kaum beurteilen. Ne? Aber wenn einer gut ist, eine starke persönliche Begabung hat, wie der Roth, ist natürlich, ist alles, was er macht, hat dann irgendwie ein Niveau und eine Eigenart. Und das ist natürlich dann oft verloren gegangen. Gut, wir haben alle den Roth irgendwie persönlich erlebt und so. Und wir haben sie bewusst, unbewusst gespeichert. Aber dass das also alle Generationen, kommenden Generationen dann auch so erleben, das ist, vielleicht gibt es dann mal so Dokumentationsmedien, wo man das so sieht, aber man setzt sich dann schon viele Stunden vorher so etwas hin und studiert das. Ne? Oder lasst das auf sich einwirken. Nicht? Vor allem, weil man, der hat ja keine Möglichkeit jetzt, aber vielleicht gibt es das auch, dass er dann den Roth anspricht und der künstliche Roth antwortet in seiner Art. Ne? Das kann ohne weiteres kommen, das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Und so, dass man einen Roboter hat, einen Roth-Roboter, der in seiner, sozusagen, der seine Wesen so in sich hat, dass er solche Einfälle, solche Antworten gibt, nicht? Aber dann, wenn man das kann, ja, wenn das so ist, wird das sicher eines Tages dann so kommen, ne? Dann kann man vorstellen, aber das sind also vielleicht in hunderten Jahren, ne? Und so, oder 100 Jahre oder was immer, ne? Und so. Aber es gibt ja viele Künstlerpersönlichkeiten, die oft viele Leute faszinieren, das sind als wie also dann irgendwelche Werke, die allgemein bekannt sind und dokumentiert, ne? Das ist ein eigenes, der Mensch hat eine eigene Sensibilität für einen lebenden Menschen, ne? Und so, und nicht nur für das Werk. Ne? Eine sehr originelle Szene, so eine Nebensächlichkeit, ist ja der Anfang dieses Films, wo sie die Blätter bereitlegen und dann ruft ja, also läutet das Telefon und dann ist der Herr Swarovski oder ich weiß nicht, die Frau Swarovski am Apparat und dann ja. Sie gehen ran, dann der Dieter Roth und dann geht es los über den Film. Wird dann gesprochen für eine Ausstellung in Frankfurt, glaube ich, und sie erzählt, dass das jetzt erst geschehen wird und so weiter, und daraus entwickelt sich eine aberwitzige. Ja, sicher kann das, die Umwelt ist dann unter Umständen, wie das die Zufälligkeiten sind kann. Daraus, man ist es so in einer kreativen Anspannung, dass man aus jedem eine Kleinigkeit machen kann. Ich kann nicht bedeutende Sachen, aber was immer das ist, man kann also daraus, also und auch durch die gegenseitige Herausforderung natürlich, den zeige ich es einmal, was ich daraus machen kann und was ich daraus improvisieren kann und so. Ne? Aber da muss eben diese schöpferische Spannung zwischen den Anwesenden, seien es zwei oder drei oder was immer, da sein. Ne? Aber das Telefon hat genau im richtigen Moment geläutet. Also wie abgemacht. Da war überhaupt nie was abgemacht, sondern das war eben das Talent, die Zufälligkeiten einzubeziehen halt, oder aus den Zufälligkeiten als Keim zu begreifen, aus denen man irgendwie eine kleine Szenik herausholen kann, nicht? Das ist schon, aber in dem Moment, wo wir zusammen waren und so und gekommen ist und er hat sich ja diese gegenseitige Spannung, Atmosphäre und so weiter aufgebaut, nicht? Und so, und da kann man durchaus mit, auch dass nur das Blätter auflegen und so weiter, kann unter Umständen dann auch eine komische Ausstrahlung haben oder eine normale Ausstrahlung, dass der andere irgendetwas berührt sind. Ne? Gerade an das anknüpfend. Sie haben sehr schön beschrieben, ja, wie diese Arbeit mit Dieter Roth ja für jeden Einzelnen sehr inspirierend und erweiternd war. Aber bei diesem Telefongespräch
betonen Sie ja dann auch beide gegenüber diesem Aussteller, es soll dann eine schöne große Leinwand sein. Also das heißt, Sie machen sich Gedanken über die Präsentation. War das dann auch schon neben diesem voneinander lernen, profitieren, auch schon beim Machen immer auch der Gedanke, wie das dann nachher öffentlich wirkt, wie das rezipiert wird? Naja, sicher geht die Fantasie einen mit einem durch, nicht? Und so, das ist klar. Für mich war es natürlich immer ein Problem, dass Roth gleich immer seinen Teil der Arbeiten sofort also an den Mann bringen wollte, und auch wenn er also relativ, also nicht sehr fürstlich honoriert ist, war aber froh, wenn er Geld in der Tasche hat, weil er hat ja nicht finanziell wirtschaften können, wenn er was gehabt hat, das hat er gern und leicht mit Freude ausgegeben, und das ist natürlich immer gekommen, dass er mit wenig, vielleicht ist er überhaupt deswegen gekommen, weil er wenig Geld in der, zur Verfügung gehabt hat, dass er da, das wieder, ne? Das kann ohne weiteres sein, und das gehört halt zu einem Leben dazu eigentlich, nicht? Das ist sein Charakter, und das ist, wenn man philiströs ist und so weiter, schuldet man und verurteilt man das, aber irgendwie, also ich habe mir gedacht, naja, das ist auch eine legitime Möglichkeit, mit dem Leben umzugehen. Ne? Und so. Nicht? Wenn ich mich auch oft heimlich geärgert habe, dass so viele Bilder dann plötzlich am Markt kommen und alles nur mehr einen geringen Wert hat, die sagen vor allem verteilt werden, dass man dann sozusagen. Das einzelne Werk ist ja dann nicht mehr so vielsagend, als wie das Gesamte, der Ablauf und alles zusammen. Es ist ja eine Art quasi Gesamtkunstwerk, ne? Und so, das ist also, ich habe aber bitte meine Sachen heute, halte ich zusammen, und aber mich macht mir keine Hoffnung, dass dieses Gesamtkunstwerk schon, weil vieles überhaupt gar nicht dokumentiert ist, also als solches bestehen kann, man kann es höchstens verbal feststellen, also durch eine Dokumentation wie die Ihre, und aber dass andere mitkommunizieren können oder begreifen können oder überhaupt mit Wohlgefallen das Ganze sehen können, das glaube ich nicht, das ist halt so, aber das ist im Leben vieles, und in der gesamten darstellenden Kunst ist das so, ne? Eigentlich. Diesen Dialog, um auf den nochmal zurückzukommen, mit Roth, den Sie jetzt sehr schön beschrieben haben, und die Arbeit und wie Sie reagiert haben und die Impulse und diese Keime, wie ist es dann, wenn Sie selber arbeiten? Also Sie suchen ja auch die Spannung, indem Sie mit den berühmten Übermalungen oder den... Naja, ich habe da einen Trick bei mir eingeführt, der sich immer mehr ausgebreitet hat. Ich arbeite nie an einer Sache, mache sie fertig und dann die nächste. Und ich habe immer eine Menge Sachen im Atelier und gehe vom einen zum anderen und erfrische mich. Vergesse das, mache das neu bin, ja, das ist für mich sozusagen die Abwechslung, nicht? Und zweitens gibt es das, dass ich eigentlich immer statt ein weißes Papier zu verwenden, immer von etwas ausgehe, und das ist hauptsächlich heutzutage, sind Fotografien, und ich mache es nur so, ich fotografiere diese Fotografie noch einmal, und da verändere ich sie schon, und vor allem ich gebe Falschfarben hinein, und dann also mache ich die Faksimile-Vergrößerung von diesen Fotos und fange dann hineinzuarbeiten. Zuerst nehme ich kleine Formate, auch viel, eine Reihe von überall, die da überall liegen, und dann suche ich die besseren aus und vergrößere sie aufs nächste Format. Und dann also diejenigen, die ich für die gelungensten halte, mache ich noch einmal größer. Und das hat sich so eine Technik halt so entwickelt. Ne? Und der Roth wäre in diesem Fall eigentlich nur die Fotografie. Nicht? Die Fotografie ist sehr oft von anderen, nicht von mir. Ne?
Und sie sind immer, ich habe eine gewisse Vorliebe für ältere Fotografien. Und wo schon auch das Copyright abgelaufen ist. Aber mich interessiert es auch aus Nostalgie. Diese alten Fotos sind sehr oft Frauen, meistens Gesichter, aber auch, also, auch nicht angezogene Frauen oder halb angezogene Frauen, wie sie da mich anschauen. Und sie blinzeln mir zu oder lächeln mir zu und dann weiß ich, welche Farbe ich hinsetze und welchen Strich ich mache. Aber ich brauche also sozusagen die Kommunikation. Das ist eine Attrappe natürlich nur, aber ich brauche das und mir hilft das und dann so arbeite ich heutzutage und so. Und das, ich habe ja nicht jemanden, mit dem ich zusammenarbeite. Und es gibt eine ganze Reihe junge Künstler, die fragen, ob ich mit ihnen das nicht etwas machen soll. Ich mag das aber nicht machen, weil ich keinen persönlichen Bezug habe zu ihnen. Ne? Und das ist sehr notwendig, dieser Bezug. Und dann ist das eine andere Generation, die anders denkt und die kalkuliert und das unter Umständen sozusagen als Strategie verwendet, um bekannt zu werden dadurch. Ne? Meistens sind es Frauen natürlich. Und die meinen, wenn sie mit mir etwas machen, wenn ich über sie drüber arbeite oder sie über mich und dann gemeinsam aufstehen, hat das für sie, also rein karrieremäßig oder qualitätsmäßig oder so irgendwie einen Sinn. Ich glaube aber das nicht. Ne? Das ist dass das so leicht ist, weil sie auch gar nicht begreifen, dass das nicht für andere geschieht, sondern dass das etwas sein muss, wo man eine gegenseitige künstlerische Herausforderung betrachtet. Ne? Wobei ich nicht sagen will, dass sie das mein Werk nicht als Herausforderung betrachten, das will ich nicht sagen. Ne? Damit, ne? Aber ich irre es nicht so stark, ne? Kaum. Ne? Aber das heißt jetzt, um nochmal auf Sie zurückzukommen, dass eben das kommunikative Element, auch wenn man mit sich alleine ist, beziehungsweise mit der Arbeit oder mit etwas sehr Wichtiges ist. Ja, 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 das ist also so wichtig. Und wenn es eben nur eine Attrappe ist, sozusagen, dass also das Gesicht, ein Frauengesicht, das also schon 100 Jahre alt ist, und das trotzdem, wenn ich hinschaue, mich anblinzelt, ne? oder mich zulächelt. Ne? Das ist etwas, was ich gerne habe und brauche und das mich zur Arbeit stimuliert und herausfordert. Und ich bin deswegen auch sehr viel Arbeiter, weil mir das immer wieder passiert. Ne? So, das ist also, die Leute glauben, ich bin paranoisch und so, das ist ja nicht so, dass ich irgendwelche Stimmen höre, nicht, wenn sie was sagen. Nicht? Nur das Gesichtsausdruck spricht zu mir. Ne? Und Sie wollen ja, dass das bei Ihnen was auslöst und deshalb ist es so richtig, oder? Ja, also für mich erleichtert das den Einstieg in die Arbeit, nicht das Malen und so weiter und das Überzeichnen. Ne? Das ist erleichternd. Und ich mag eigentlich nicht mehr auf ein weißes Papier, weil mir das zu langweilig ist. Und ich habe gern dem ich kommunizieren, dass zu mir etwas mich auffordert. Ne? Zum Reagieren. Bitte? Dass man auf was reagieren kann, dass man da mit hineinarbeitet oder zusammenarbeitet oder gesagt, dagegen arbeitet und so weiter. Es ist sozusagen das Prinzip reiner Rot ist ins Allgemeine verflüchtet. Ich habe zwar vor dem Rot auch schon überarbeitet, aber ich habe dann immer so überarbeitet, dass man das, was drunter war, kaum mehr sieht. Ne? Und jetzt habe ich den Ehrgeiz, dass das, was da schon da ist, dass das besonders herauskommt. Nicht, dass ich eine Art eine Umrahmung, wo das stärker wird, was da ist und nicht also verlöscht. Ne? Mhm. Das ist interessant. Das ist dann eine ganz andere Haltung als. Na, es ist vielleicht schon ein bisschen davon
weiterentwickelt, nicht? Das schon, aber es ist eine andere Arbeit, weil ich kann ja nicht also so brandneuisch bin ich nicht, dass der andere so stark lebendig ist, dass ich das hineinprojizieren kann, sondern dass aber mir genügt schon sozusagen der Keim der vorhandenen Vorlage, da um hineinzuarbeiten. Und heutzutage ist es so, dass die Faksimilewesen, was damals noch nicht der Fall war, ungeheuer ausgebreitet entwickelt hat. Nicht? Man kann ja heute von solchen Zeichnungen, also Faksimile machen, die, also wenn man nicht ganz genau hinschaut, gar nicht mehr unterscheiden kann. Ne? Und so, ne? Wenn wir das damals gehabt hätten, hätten wir vielleicht schon jede Phase festgehalten. Das heißt, immer ein Faksimile dazwischen gemacht, dass da irgendwer ist, der Weibel hat, dass er schnell hat müssen in die Kopieranstalt laufen und das Blatt machen und dann wieder zurück. Wir hätten weiter gearbeitet und dann hat er müssen schon wieder gehen. Nicht? Das ist ja oft schon binnen Minuten ist das ja schon wieder ein neues Stadium getreten. Nicht? Aber wenn man natürlich so einen teuren Kopierapparat im Haus gemietet hat und aufgestellt hat, wäre das natürlich dann sozusagen eine realistische Möglichkeit gewesen. Ne? Das ist ja auch möglich. Ne? Aber das war damals, hat es das nicht gegeben. Es hat, glaube ich, nur Schwarz-Weiß-Kopien überhaupt gegeben. Ne? Das war zu wenig. Ne? Noch einmal zurück zu Dieter Roth. Ging das lange, diese Zusammenarbeit? Über Jahre, immer wieder? Ja. Oder war das vor allem eine kurze Zeit? Nein, es hat sich schon über zwei oder drei Jahre hingedehnt. Ne? So, der ist ja immerhin noch nach Wien gekommen, nicht? Nach Wien gekommen und hat etwas irgendwie dann plötzlich, ja, wir machen weiter, ne? Und so. Ne? Und es war natürlich immer zu sagen, ja, hoffentlich haben wir neue Inspirationen und andere Einfälle, nicht? Und so, das war immer auch das Problem, dass wir uns nicht zu sehr wiederholen. Ne? Und wenn man alle Blätter auf einmal anschaut und dann unter Umständen sieht man dann also Sachen, die sich immer wieder, Wiederholungen drin, das kann ich auch nicht beurteilen. Ich sehe es noch nicht, aber ich sehe auch nicht das ganze Werk ausgebreitet. So, deswegen kann ich das nicht sagen. Ne? Und es war auch immer die geografische Trennung, dass das also nicht jeden Tag passiert ist, sondern halt alle paar Monate. Ne? Und später war das nicht mehr möglich, später, nach 80, hat sich das nie mehr ergeben, diese Lust? Nein, glaube ich nicht mehr. Ne? Aber ich kann mir nicht so sagen, ich glaube nicht mehr, dass es dann so nach längerer Zeit wieder Aufnahme gegeben hat. Ne? Ich habe nur registriert, dass das andere Künstler in meiner Generation unter Umständen schon versucht haben, aber die Sachen sind nicht genau datiert oder ich weiß nicht, ob es richtig sind, dass das schon ein bisschen Einfluss auf die in der Szene gehabt hat. Ne? Aber ich war da immer etwas skeptisch, weil die meisten Sachen sind dann im Wirtshaus entstanden, wo einem das Platz sozusagen ist mehr sozusagen zur verbalen Stammtisch-Kulturatmosphäre gehört, nicht? Und das ist aber für mich nicht so eine konzentrierte und konsequente Arbeit möglich, nicht? Weil das nur so nebenbei ist, nicht? Nebenbei kann man vieles machen, nicht? Es gibt ja auch eine Serie, wo wir da in einem Gasthaus zusammensitzen und trinken, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, nicht? Mit Bierkrügen am Tisch und so, nicht? Das war schon, aber das war eigentlich, also das war also so visuell nicht so wichtig, ich habe es aber dann durch die Bearbeitung, nicht? Und der Roth hat sich, glaube ich, auch was bearbeitet, so von diesen Fotos dann ist das sozusagen erst etwas geworden, nicht? Und natürlich, es war ein Fotograf, der das aufgenommen hat. Ne? Ist ja alles nicht so einfach in einem normalen Wirtshaus. Ne? Und so, aber es ist möglich gewesen. Heutzutage wahrscheinlich sehr schwierig. Ne? Können Sie erzählen, wie diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist mit Dieter Roth? Wie das sich eingeleitet hat? Genau.
Oh, das hat nicht so einen plötzlichen Anfang gehabt, nicht? Was ich mich erinnern kann, ist, dass nur so, wenn ich am Vorbeikommen ich vielleicht gezeichnet habe und oder gearbeitet habe und dann er zufällig ins Atelier hineingeschaut hat, ohne dass ich ihm aufgefallen habe, dass er was gesehen hat und dass er da vielleicht, wenn ich nicht da bin, ein bisschen was hineingezeichnet hat, aus sozusagen kleiner Bosheit oder solche Sachen. So wird sich halt diese Art der Kommunikationstätigkeit irgendwie vielleicht entwickelt haben, nicht? Und so, nicht? Obwohl er natürlich immer Respekt gehabt hat von meinen Arbeiten und das nicht als Zerstörung oder irgendwas. Das aggressive Moment war eigentlich nur spielerisch vorhanden, aber nicht also als wirkliche Ebene. Ne? Also mehr um den anderen herauszufordern. Ja, also wie das halt ist, und den anderen also erstmal herauszufordern und den anderen eine kleine Pose zu, das hat man ja verbal immer gemacht, und kleine Bosheiten bemerken man, dass also auf diesen Keimebene sozusagen für Werke dann begonnen hat, also keimhaft. Ne? Und wann haben Sie die Toten kennengelernt? Oh, also genau weiß ich das nicht. Ne? Aber es ist möglich gewesen, dass das in den 60er Jahren schon in Berlin war. Ich habe in den 60er Jahren in Berlin eine Wohnung gehabt, dass das dort war. Da hat es einen gemeinsamen Bekannten gegeben, der hat Wehwerker geheißen, Architekt. Das entweder das oder dass er einfach in Wien, aber ich muss sagen, zu meiner Schande, ich hab das nicht das genau mehr im Kopf. Ne? Das. Auch vielleicht irgendjemand anderer, ne? Das von den Wienern. Aber gut, das sagt nichts mehr mit Berlin oder so. Ne? Weil der Webeker lebt ja noch, ne? Vielleicht sagt der weiß der irgendwas. Ne? Das ist ein Architekt, ne? Kann mich erinnern, war auch in der bildenden Kunst so das abgesägte Stühle und so weiter. Dann hat er das gemacht, ist aber ein Deutscher. Ne? Der hat in Köln gewohnt, ja? Vielleicht war das dort, ja, das kann auch sein. Nein, ich weiß es nicht genau. Ja, Roth war, glaube ich, 66 das erste Mal in Wien. 66, ja. Ja, das kann auch sein. Also wie in Berlin war, bin ich gependelt, dass das damals dort war. Und ja, dass diese genaue Zeitstruktur habe ich nicht mehr in meinem Hirn, muss ich sagen. Dass ich bin schon also altersvergesslich, ich hatte mich schon ziemlich im Griff. Ne? Ich brauche schon immer andere Leute, die mir meine Verabredungen oder auch Interviews oder sowas festhalten und mich daran erinnern überhaupt. Ne? Und so, ich lebe schon ein bisschen so. Nochmals zu den selten gehörten Musik. Hören Sie sich das noch an? Nein. Und werden Sie oft darauf angesprochen, auf diese Kollaboration? Ja, weil ich nicht so sehr, weil ich eigentlich nicht Musik gemacht habe, in der Musikwelt eigentlich nicht sehr, sehr verankert bin und überhaupt, also oder musikinteressierten Welt. Ne? Das Ganze war auch in Berlin, also es waren nicht so viele Wiener überhaupt anwesend. Ne? Und dann hat diese selben Leute haben ja schon öfter miteinander Musik gemacht, nicht, wo ich gar nicht dabei war. Ne? Und das ist also wahrscheinlich mehr in den Restaurants oder in Ateliers und so. Dass das überhaupt damals stattgefunden hat, in einer öffentlichen und in einer Kirche, auch, ja, das war eigentlich etwas ungewöhnlich. Ne? Aber das war halt eine Künstlergruppe, es war halt dann die soziale eine Künstlergruppe, das zum Teil altersmäßig natürlich
in Bezug aber auch auf die damalige Zeit, dass die Künstler sozial ein bisschen isoliert waren und in eine gewisse Gruppenkommunikation in den, das also als Gegengewicht gehabt hat. Heute gibt es ja kaum Künstlergruppen mehr, also in der bildenden Kunst. Und es war eben das ist eine andere soziale Strukturierung der Künstler. Ne? So, und wir werden die haben ja hauptsächlich ihre Kommunikation dann auch mit den Galerien und so und so. Während ich zum Beispiel mit den Galerien und so weiter noch von der Zeit bin, ich delegiere das alles und bin nicht so oft also überhaupt in Geselligkeit. Ne? Dann gibt es ja noch das letzte Projekt der Zusammenarbeit mit Dieter Roth, wo Sie sich von dem Schimpansen Impulse oder Keime versprochen haben, was dann ja, nicht das so gelungen war, ist, offenbar. Das war dann irgendwie ein Ende, ein schockierendes Ende. Ich habe mit Apfen gemalt, mit einem sehr relativ zivilisierten, der oder sozialisierten, der bei dieser Holiday on Ice, hat das geheißen, aufgetreten ist, also der schon gewohnt ist, er war quasi schon ein Darstellungskünstler. Ne? Und das war allein und das ist ganz gut gegangen. Und der Roth hat das aber als Herausforderung gefunden, was der Rainer macht das, und er war unbewusst natürlich eifersüchtig, dass ich sozusagen übertreibe, dass ich mit einem Apfen male und nicht mit ihm. Und das als eine Untreue. Und dann hat er sich gedacht, na, ich werde es ihm zeigen und werde auch mit Affen malen. Nun muss ja so eine Seance muss ja organisiert werden, das ist ja nicht so leicht. Man kann nicht irgendwo hinzugehen und sagen, leiden Sie mal einen Affen. Ne? Und das war ja dann eine Ausstellung der Wiener Sezession mit verschiedenen Künstlern, sozusagen, da waren gerade damals in Zeit. Und wir haben einen eigenen Raum gekriegt mit den Affen, der war oben. Ja, 2,50 Meter hoch und wir wollten gemeinsam mit den Affen die Wand auf der Wand malen. Und der Affe hat nicht mitgespielt. Wahrscheinlich, weil wir zu zweit waren, hat er sich gefürchtet oder wir haben nicht die Sensibilität gehabt. Sonst war ja auch immer der betreffende Wärter dabei, der ihn gut kennt und der ihn sozusagen beruhigt hat. Nicht? Und der war viel zu aufgeregt und ängstlich oder irgendwas. Und der Roth war natürlich schon betrunken und war ungeduldig und wollte ihm immer mehr zwingen, dass also ein wie sagt man da, zu dritt, ein DZ oder was macht. Und so, das ist nicht gelungen, nicht? Und so, und das ist so also ein Dings. Und der Roth war darüber so frustriert, nicht? Sie kennen, dass einer frustriert ist, wenn ein guter Künstler einen Dilettanten auffordert, soll mit einem arbeiten. Und der das also mehr oder minder verweigert hat, ne? Ist auch natürlich, ne? Das, weil der Bertha war ja nicht direkt daneben, also die Vertrauensfunktion, dass er dann so wütend gegangen ist und aus dieser Tür von dem Kapuff hinaus und herumgeschaut hat und gesehen hat, da ist ja auch so ein Aff, der da in der Mitte der Sezession sich ausgebreitet hat und das war ein Kunstwerk von Beuys, ein sehr schönes und so. Und der seine Aggression nicht an Affen ausgelassen, sondern an diesen Affen da in der Mitte namens Beuys und hat ihm angefangen zu zertreten und hat alles mögliche behöhlen und hat eigentlich eine Performance gegeben, nicht? Eine wunderbare Performance. Ich weiß, wie weit sie dokumentiert ist, nicht? Das kann ich nicht beurteilen. Nicht? Und ich habe den Beuys eigentlich also immer schätzen damals auch sehr geschätzt und habe um Gottes Willen, der war nicht da. Ne? Und wenn er dabei war und genickt hätte oder zumindest nicht eingegriffen hätte, wäre es noch irgendwie eine Möglichkeit, sozusagen sowas zu machen. Nicht? Aber sozusagen als reine
Aggression, und der Roth war natürlich bleibversich am Bois, das ist ja auf, den, auf seine Erfolge nicht, das ist ja, war nicht nur er. Und er hat das Werk mehr oder minder demoliert, und das war aber ein wunderbares Objekt geworden. Das ist ein wunderbares Objekt, das ist vielleicht, ist das, das also Roth Bois war das vielleicht, die Kopulation war vielleicht die, die schönste überhaupt. Ich war also auf jeden Fall, ich habe das bewundert, was er aus dem gemacht hat. Natürlich war es kein Beuys mehr, sondern ein Roth mit Beuys-Materialien. Ne? Und das war, die Leute haben hingeschaut, keiner war starr, oder alle waren starr vielmehr, und keiner hat sich einschreiten können. Roth war relativ betrunken, das wäre noch, hätte wahrscheinlich das nur eskaliert. Und ich habe es nicht mehr anschauen, ich bin weg oder habe mich versteckt, also ich wollte nichts mehr sehen. Dann war da ein Freund von Beuys, der das auch gewöhnt hat, ein gewisser Dahlem, Hans Dahlem, der hat den Beuys dann sofort angerufen, nicht? Und was da genau gewesen ist und so. Der Beuys war aber relativ großzügig und hat also nicht sozusagen normal reagieren können, nicht, dass er da jetzt dem Roth jetzt Genugtuung verschafft hat, nicht, und so. Hat das, Roth ist nicht, also der hat sich dann auch irgendwie so dann verschwunden, und da war ein gewisser Oberhuber dabei, dem Freund von Beuys, und der hat das dann restauriert, und das Werk gibt es, also in restaurierten Zustand, nicht, also der, das schönste Werk, also der Zusammenarbeit Roth Beuys, gibt es leider nicht mehr, da höchstens sind Fotografien, und das ist natürlich vielleicht auch das Ende der ganzen Sache, ne? So in dem Sinne. Ne? Diese Malaktion, die wurde ja auf Video aufgezeichnet, oder? Von den Affen gibt es das. Wie das von den anderen ist, weiß ich nicht. Weil man mich verantwortlich gemacht hat, immer, ich habe ihn eingehust in das. Das hätte ich mir nie getraut, und das war ich viel zu ehrfürchtig und habe das viel zu sehr geschätzt und so. Und das. Aber gut, ich war ihm scheinbar, der Aff war ihm nicht, hat ihm nicht gedings, ich war ihm scheinbar nicht so. Bei mir war das sozusagen, unser Repertoire war schon irgendwie bekannt, jetzt hat er halt einen neuen Schritt machen wollen, nicht, und hat das natürlich mit einem ungeheuren Wagnis gemacht, nicht, weil es ist unter Umständen nicht, also kann das bei ihm kriminal enden, nicht, weil das war damals vorher schon eine wertvolle Sache, das einfach zu zerstören. Und diese Mutwilligkeit hat aber eine Gestaltungskraft gehabt. Der Roth hat die Begabung gehabt, dass alle aus jedem Schritt, was er macht, auch wenn er das zertritt und wie er das macht, so, dass da eine künstlerische Qualität in seiner Ästhetik drinnen ist. Ne? Und das habe ich das nur insgeheim gesagt. Wenn ich es öffentlich gesagt hätte, hätten es mich die Leute natürlich, die ganze Beuys-Gemeinde natürlich erschlagen. Ne? Und so. Ne? Sie können das Werk natürlich sehen, aber es ist meiner Ansicht nach ist es nicht mehr in dieser Qualität. Also, aber ich finde das ja so, wie es einmal war, nachdem es restauriert ist. Aber die Restaurierung war natürlich, es war fotografiert. Es hat natürlich eine Werktreue, natürlich das schon. Ne? Was hat er genau gemacht? Was hat er zertreten? Das war ein liegendes Kunstwerk, und er ist auf diese, also aus Metall, aus Zink zum Teil und irgendwas, also mit Dachröhren und so weiter. Also er hat es zerlegt und draufgetreten und hat es also, ja, zerstört durch Auseinanderreißung und durch Draufstampfen. Ne? Und so. Ne? Und ich glaube, nachher ist ihm das selber bewusst geworden, dass da jetzt eine Grenze erreicht ist. Zusammen. Ich war froh, dass er das nicht da hier mit meinem Atelier, mit meinen fertigen Bildern gemacht hat, muss ich sagen. Eine Überstampfung quasi. Ja, aber bitte. Das, ja. Ja, und so hat das Ganze, und dann haben wir das, hat das Ganze zusammen auch irgendwie seine, nicht seinen Abschluss, aber halt ist dann irgendwie ein Punkt erreicht worden, wo das also schwierig war. Weil diese Erinnerung ja dann aufgetaucht wäre, nicht an den Beuys und das schöne Werk wie Beuys.
Und so, und das Problem ist, das Verhältnis Rot-Beuys, das kenne ich im Einzelnen aber nicht. Ne? Aber die gibt ja gemeinsame Zeit, wo sie beide, glaube ich, in Düsseldorf waren. So, aber das genau weiß ich da nichts darüber. Ja, so ist das. Ah, das, ja. Ja, da haben wir eine gemeinsame, das ist im Gösser, ja. Ja, das ist ein Buch über gemeinsame Arbeiten. Und das war, glaube ich, da habe ich auf eine Zinkfolie, glaube ich, gearbeitet und drüber. Da haben wir eine Publikation, also es gibt eine, diese sozusagen, diese, ist eigentlich eine Art Originalgrafik, nicht? Das. Haben wir im Archiv irgendwelche Fotos von dieser Secession? Nee. Ich habe gerade nachgeschaut. Ja, aber es muss Dokumente gegeben drüber, nicht? Nachdem das also dem Museum moderner Kunst gehört und so weiter, werden die unter Umständen noch irgendwelche Archivfotos gemacht. Aber es sind sicher Fotos gemacht worden, wie es zertritt und was daraus geworden ist. Ne? Und so, und die ganze Restaurierung hat der Oberhuber. Oberhuber in die Hand genommen. Also ich hab aber da. Muss man den Dr. Friedl vom Lehmbachhaus. Der war auch in München dabei, ja. Selber. Der erzählt immer ganz viel darüber. Gut. Was? Über das Konzert in München. Das war nicht ein Konzert, das war doch ein. Ja, der hat diese Performance auch. Diese Performance, der hat die Dokumentation. Es kann sein, er sagt, es kann sein, dass er noch was hat, weil er privat vielleicht fotografiert hat. Weil er war ja, aber es gibt sicher genügend fotografiert, weil da hätte ich auch keine Fotos davon, gesagt, weil das ja sehr wichtig ist eigentlich. Ne? Wie man, irgendwas habe ich schon, es ist auch in der Film oder so, ein Video gedreht worden, aber ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Und das ist, der Robert Fleck schreibt auch darüber in seinem Buch. Aber da stimmen manche Sachen überhaupt nicht. Naja, also über sowas gibt es immer Gerüchte, aber wenn das Lehmbachhaus da was hat, dann werden die das sicher also, irgendwie herleihen oder irgendwas. Und weil wichtig sind zum Teil die Fotos auf der Bühne, nicht? Ja, weil das Theater war ja relativ voll, nicht? Und so, weil das war eigentlich die konzentrierteste Sache, weil mit so vielen Zuschauern auf einer Bühne hat man ja also eine besondere Anspannung und das ist ja alles ganz so leicht. Ne? War das die Performance mit dem Haare schneiden? Ja, aber das war der Fehler, der Robert Fleck schreibt, dass der Dieter Roth dem Arnold Reiner die Haare geschnitten hat. In Wirklichkeit hat der Arnold Reiner dem Franz Dahlem die Haare geschnitten. Also das war noch ein Dritter, ja. Der Franz Dahlem ist dann mit auf die Bühne gekommen und dann hast du dem Franz Dahlem die Haare geschnitten, aber nicht der Dieter Roth dir. Aber der Robert Fleck schreibt, genau, das ist ganz falsch. Ach so. Das muss man sich so erfahren, das waren keine Einzelblätter, sondern das waren diese so große Zinkdruckplatten, wo man zuerst die eine Platte und da hat man mit Fettstift da hineingezeichnet. Ich glaube, ich habe über den Roten. Aber unterhalb sind die Originale. Unterhalb. Also das ist ja noch einmal drüber gearbeitet. Also das sind Originale, die produziert ist, waren auf einem Blechplatte und noch einmal drüber gearbeitet. Ja. Ja, ja. Also nicht alle, aber viele. Mhm. Haben Sie das Buch nicht in Zug? Nein. Wir haben mehr. Das ist in einer 400er Auflage erschienen und nummeriert auch. Ja, wir haben, glaube ich, es ist ein großes Geschäft, aber ich glaube, es ist. Es ist eine Originalgrafik signiert, es ist, also es wird auch nicht. Ja. Wird nicht, ne, ich nehme es mit. Das ist ein tolles Buch. Ja, dafür ist es falsch, was Ihnen gelingt, aus München irgendwas zu kriegen, wenn Sie mir da irgendwelche Kopien oder Duplikate oder was weiß ich immer für unser Archiv. Ich krieg's ja sowieso. Ich krieg's jetzt von Helmut Friedl. Der hat nur jetzt die Baustelle, muss sein Lehmbachhaus fertig umbauen. Der kommt. Aber wir kriegen's. Ja, natürlich kriegen wir's. Wann ist das fertig? Weil die hätten das ja sicher auch gern. Keine Ahnung.
Anfang 13 ist die Eröffnung. Ich weiß nur, dass ich jeden Tag auf der Baustelle bin. Ja, Anfang 13 ist die Eröffnung, ich weiß. Ja, ich hoffe, dass die Baustelle nicht, dass er da dazukommt. Ja. Oder hat er einen Anschluss, ja, das reicht auch noch. Weil das Büro ist ausgeladen. Ja. Es ist ausgeladen sogar, ja. Ja, ich weiß nicht, ob Sie den Helmut Friedl kennen. Ja, wir kennen ihn. Er hängt unsere nächste Ausstellung in Baden. Ja, also ich habe da so ein Museum und in Baden und er ist Kurator der nächsten Ausstellung. Schon der Ausstellung, die jetzt war, und wir wollten eine nächste Ausstellung machen mit der Lasnik, und die hat aber dann nicht gewollt, weil sie eben, es will niemand mehr mit mir arbeiten. Das Rainer Roth ist so zum Begriff geworden, dass glaube ich, niemand mit mir zusammenarbeiten will. Damit er nicht im selben Fahrwasser ist. Naja, gut, oder was immer, das ist jetzt eine Interpretation von mir, von der Lansing. Die ist auf jeden Fall weggefallen, jetzt macht der Friedl noch einmal eine Ausstellung von mir allein. Kann man, aber jetzt ist das Museum geöffnet? Ja, natürlich. Jetzt, die jetzige Ausstellung, die auch von ihm kuratiert ist, ist geöffnet, ja. Okay. Von wie viel, 10 bis 8 oder wann ist das? Von 10 bis 18 Uhr. Bis 18 Uhr, 10 bis 18 okay. Uhr. Wenn Sie ein Auto haben, ist das leicht zu finden. Wenn Sie kein Auto haben, gibt es eine elektrische eine Straßenbahn direkt. Das Endhaltestelle ist das Museum. So, also man steigt bei der Oper dort ein. Badener elektrische heißt das. Ne? Bitte? Elektrische sagt niemand mehr, Badener Bahn. Oder Badener Bahn heißt das, ja. Ja, es ist ja elektrisch. Also. Ja, ist statt rot ist es blau.